Was geht? Herzlich willkommen zurück. Wir öffnen heute die Showdown-Belohnung für die letzte Woche. Ich bin in Rang 1 aufgestiegen. Ich habe die Woche 20 Siege geholt. Das heißt, wir bekommen die besten Belohnungen, die man in diesem Modus haben kann. 35.000 MT oder eben folgende Packs. Einmal Unsellable. Was haben wir hier? 15 Packs League Series 1 Deluxe. Wir haben 60 Minuten Double XP. Wir haben 87er Plus Hidden Gem. Wir haben 87er Plus Gems of the Game. Dann haben wir noch zwei normale Gems of the Game Packs. Wir haben ein Coach Option Pack. Wir haben 5 Picks bei 15 Diamantschuhen. Wir haben 6 Takeover Packs. Wir haben Option Pack für Playbooks. Und dann haben wir noch 3 Picks jeweils für Bronze, Silber und Goldplaketten plus Rap. Was ganz cool ist. Allerdings haben wir auch Belohnung, die man verkaufen kann, und da ist alles ein bisschen schwächer, alles ein bisschen weniger, aber das ist, denke ich, auch ein fairer Tausch, wenn man bedenkt, dass man daraus dann noch MTs machen kann, während man das andere nicht behalten kann. Der ganz besondere Reiz hier ist neben dem Verkaufen natürlich auch noch, dass man eine Hall of Fame Plakette dazu bekommt. Ich habe jetzt schon einige Leute gesehen, die da Müllplaketten draus bekommen haben. Das ist sehr, sehr hohes Risiko, das ist ein bisschen bitter. Allerdings versuche ich mal diese Woche, nachdem ich letzte Woche die MTs genommen habe, mit euch gemeinsam den Wert, den wir als MT bekommen würden, 35.000, mit den Sellable Packs rauszuholen. Und deswegen wählen wir jetzt diese Stufe 1 Belohnungen für 20 Siege in Division 1. Und das werden jetzt ganz schön viele Quatschpacks sein. Aber wie gesagt, wir werden mal so ein bisschen rumrechnen und wir werden mal gucken, was wir so bekommen. Und drücken uns gegenseitig die Daumen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Stufe ihr erreicht habt, was für Belohnung ihr bekommen habt. Habt ihr irgendwas Cooles gezogen? Ich denke, bei den Gems of the Game konnte man immer noch ganz coole Karten ziehen, wenn da Amethysts dabei sind. Wir fangen hier jetzt auch direkt mit den League Packs an. Und wir starten mit einer Ruby-Karte. Das ist ziemlich gut. Könnte jetzt auch direkt schon Gems of the Game sein. Wäre nicht schlecht, es ist allerdings ein Tyrese Halliburton. Das sind direkt irgendwie 900 oder 1000 MTs. Wendiger Shooter, Fastbreak-Einleiter auf Gold, Schuhe, die man verkaufen kann. Also da bin ich direkt mit dem Pack schon super zufrieden. Da kann man direkt ein bisschen was mitnehmen. 21 Packs sind das hier insgesamt. Pick-Ausweich auf Bronze, auch wieder eine gute Plakette, die ich immer gerne mitnehme, die ich mir auch für Spieler immer selber gerne hole. Eine ganz, ganz wertvolle Plakette wäre jetzt zum Beispiel hier felsenfester Abräumer. Oder die On-Ball-Pest. Da wäre Bronze auch nicht schlecht. Hier ziehen wir direkt zwei Spieler. Auch wieder überragend. Drew Smith, wahrscheinlich ein Rookie, noch nie gehört. Bucks Playbook, richtig geil. Bucks Playbook ist Silber dieses Jahr, ganz komisch. Five Out. Das ist das lupenreinste Five Out, was du bekommen kannst. Einfach bisher kann man sich echt nicht beschweren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Playbook ein bisschen teurer ist. Aber ich will es selber für mich behalten. Jalen Williams ziehen wir hier als Goldkarte. Sechstes Pack von 21 Rebound-Jäger auf Silber. Nehme ich gerne. Ossard Thompson wird auch direkt wieder verkauft. Ich glaube, die Goldspieler gehen auch so für 800 bis 1000, je nachdem. Luftmagier auf Gold. Wir haben Entfesselt Swiper. Okay, Jackson Hayes als Goldkarte. Ist er noch bei den Lakers? Wieder Gold. Von den Spielern her jetzt nicht unbedingt brutal, aber auch hier wieder Off-Ball-Pass. Geht auch wieder für einen Taui. Von daher sind wir auch wieder gut aufgehoben. Wir haben eine Saphir-Karte. Jaren Jackson Jr. als Saphir-Karte. Normale Series 1-Karte. Das ist jetzt aber nicht diese Gems of the Game. Nee. 84 Plus Pack. 80 Plus Pack. Das ist, wenn das ein normales 80 Plus Pack war und ich das richtig gesehen habe, dann ist das dafür ein richtig geiler Pull. Sam Perkins. Saphir-Karte. War es das 80-Plus-Pack? Chat kann gerne mal auflösen. Wir sind gerade live im Stream. Oder es war ein Anzeigefehler. Jetzt haben wir wieder ein 80-Plus-Pack und wir ziehen James Harden. Den habe ich auch noch nicht. Bei den Karten ist immer die Frage, nehme ich die mit in die Collection oder verkaufe ich die? Wahrscheinlich verkaufe ich die. Darius Garland, den habe ich auf jeden Fall schon. Der wird verkauft. 84-Plus, Gems of the Game, ist ein Saphir. Wird aber ein Sellable Saphir sein. Ich habe letztes Mal die Sellable Rewards, also vorletztes Mal genommen. Da war der 84er Plus. Ein JJ Redick, den bin ich für 3.000 oder 4.000 MT losgeworden. Dieses Mal ist es Reggie Jackson. Der ist... ich kann mir gut vorstellen, dass der nicht schlecht ist. Reggie Jackson könnte defensiv nicht schlecht sein. Den kann man sich eventuell mal angucken. Dann 80er Plus, Gems of the Game. Ist eine Smaragdkarte. Georgiou Deng. Georgiou?
Shit. Keine Ahnung. Takeover Pack. Spieler sind vorbei. Takeover Pack. Wir hoffen auf irgendwas Geiles. 3D, perfekt. Defensive und Dreier, das ist genau das, was man braucht. Allerdings nur Bronze. Ich weiß nicht, ob es diese Entfesselkarten auch auf Silber oder auf Gold gibt. Mir reicht allerdings der Boost von dem Bronze-Ding schon aus, wenn ich das angucke. Finde ich viele Silber und viele Bronze-Entfesselkarten von den Skills, die es upgradet, besser als die goldenen, die ich habe. Natürlich habe ich wenige goldene, ich weiß gar nicht, ob ich mir im Auktionshaus kaufen soll, aber der Kommandeur. Man kann sich leider nicht hier direkt beim Ziehen angucken, was die bringen. Bei 3D ist klar, was die Vorstellung sein muss. Aber ja, Break-Einleiter, wahrscheinlich irgendwas mit Rebounden und Passen. Und jetzt haben wir im Pack Nummer 20 noch einmal große Mauer. Das ist definitiv irgendwas Defensives. Das ist auch immer gut. Vor allem für Spieler, die in der Offensive sehr stark sind, aber dann noch ein bisschen Boost in der Defense brauchen. Jetzt kommt die Hall of Fame-Plakette. Bitte nicht sowas wie Float Game oder aussichtsreicher Passer oder irgend sowas. Wir brauchen, um einen richtigen Banger hier zu bekommen, brauchen wir Limitless Range, wir brauchen On-Ball Menace, wir brauchen Off-Ball Pest, wir brauchen Set Shoot Specialist, irgend sowas. Mal gucken, was es ist. Wir drehen um, 3, 2, 1. Und es ist Dribble God. Dribbling God. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Aber es ist auf jeden Fall besser als die anderen Plaketten. Wir haben jetzt noch ein Option Pack für den Coach. Wenn hier ein Ruby Coach dabei ist. Saphir Coach Nick Nurse. Ja. Könnte sogar schon was wert sein. Wenn nicht, nehme ich ihn für mich selber. Mir gefällt der Boost von Jason Tatum nicht so gut. Die Playbooks habe ich alle schon. Ist da irgendein wertvolles Playbook dabei? Timberwolves, Nuggets, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Dann nehme ich doch das Suns Playbook. Ah, das ist das 05er Suns Playbook. Ah, das macht mir jetzt einen Strich durch Rechnung. Dann nehme ich das. Ich nehme jetzt einfach das. Boah, 76ers oder Kings? Come on, light the beam. Wir nehmen Kings Playbook. Und dann haben wir noch ein Shoe Option Pack. Da werden wir einfach nach Optik gehen, weil am Ende kommt es eh drauf an, was für ein Takeover man da drauf packt. Ja, schwierig. Welche Schuhe gefallen mir hier wirklich gut? Das ist ein Klassiker. Die sehen clean aus. Das sind LeBrons. Die nehme ich auf jeden Fall mit. 5 Karten. Okay, 1, 2, 3, 4 und... Boah, das ist schwierig. Puma, Converse, New Balance. Ew, ich weiß nicht. Ich nehme den. Vielleicht kriege ich den gut verkauft. Und dann jetzt. Oh, jetzt kommen die Plaketten. Das wird auch nochmal interessant. On-Ball-Bedrohung ist wahrscheinlich das Beste, was wir hier bekommen können. Ja. On-Ball auch. Habe ich diese Plakette noch nicht. Ich darf 3 auswählen. Boah, jetzt wird immer besser. Zonenbewacher und. Und Pickausweicher. Das sind alles 3 Plaketten, die ich auch noch nicht habe. Die könnte ich eventuell sogar auf einem Spieler benutzen. Das ist perfekt. Dann nochmal Zonenbewacher auf Silber. Sehr gerne. Dann On-Ball-Bedrohung auf Silber. Sehr, sehr gerne für die MTs mitnehmen. Und dann nehme ich, glaube ich, noch Glove für die Defense oder hoch hinaus für die Dunks unter dem Korb. Keine einfache Entscheidung, ich muss schnell machen, ich nehme Glove. Und jetzt bin ich gespannt, was wir für Bronze bekommen. Nochmal On-Ball-Bedrohung wäre super geil, weil alle Karten, die diese Woche rauskamen, haben diese Plakette gar nicht. Perfekt. Dann noch einmal vielleicht irgendwas Shooting-mäßiges. Was ist da? Link abseits vom Ball auch immer wichtig zum Freilaufen. Pick and Fade. Und dann nehmen wir noch Scharfschütze mit. Und dann haben wir 3 gute Plaketten. Das sind alles Spieler, die ins Auktionshaus geschickt werden. Kommt alles in die Auktionen. Und dann ist es das gewesen. Ich glaube, das war ganz okay. Schreibt mir gerne eure Bewertung in die Kommentare. Alleine, dass wir so oft On-Ball-Bedrohungen gezogen haben. 3-mal sind direkt 15.000 MT. Dann haben wir Spieler gezogen. Dann haben wir... Ja, ich glaube, wir kommen gut an die 35.000 ran. Wenn wir dann noch Dribbling God auf eine Karte draufpacken, die Karte wird dadurch etwas teurer verkauft, vielleicht.
Ich würde nicht sagen, dass wir ein L getaked haben. Ein W ist schwer zu sagen. Dafür hätten wir schon einen guten Pull gebraucht. Wir können mal gucken, was der gute Reggie Jackson kostet, den wir neu dazu bekommen haben, wenn wir ihn auf die Schnelle finden. Erstmal schauen wir mal, was die Karte überhaupt kann. 82er Defense, okay, das ist nicht so geil. Versuchen im Auktionshaus zu finden. 19.000. Alright. Say goodbye. Und was ist mit Sam Perkins? 7.000 wird nicht gekauft. Aber auch hier, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Reggie Jackson für 10 bis 15 geht und der Perkins für 5, dann haben wir nochmal 15 gemacht. Dann sind wir alleine mit den Plaketten und den zwei Spielern bei 30. Und der andere Stuff, der bringt ja auch noch. Also, das war, ich denke, wir haben W genommen. Und das war auch die Empfehlung von vielen anderen Leuten, die diese Sachen schon gezogen haben. Immer das Verkaufbare nehmen. Wenn man mal eine Woche daneben liegt, dann ist das so. Aber dann in der nächsten Woche wieder die Möglichkeit, das Ganze aufzuholen. Und MTs sind so wichtig. Ihr seht, ich habe gerade nur 19.000, aber ich habe noch ein bisschen was im Auktionshaus hängen. Der Stream wird das gleich gezeigt bekommen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye.